Hallo, meine sehr verehrten Damen und Herren an den Empfangsgeräten. Marco der Aldöse ist wieder am Start mit The Binding of Isaac. Und ich würde sagen, wir machen weiter mit der nach wie vor unerfolgreichen Challenge Dark Was the Night. Und meine Sprachpatzer nehmen schon ihren Anfang. Und ich würde sagen, let's go! Auch wenn wir nicht bei Mario sind. Oh. My little Unicorn, das fängt ja schon mal gut an. Also schon mal ein gutes Space-Item. Perfekt, und mir liegt hier gerade irgendwie das Kabel von der Tastatur im Weg. So. Also, wie es sich gehört, erstmal hier aufräumen. Ordnung muss sein. Was ich auch noch dementsprechend, was ich noch ansprechen wollte, nachdem ich jetzt erklärt habe, was der Kollege hier macht. Also der Kollege, wir haben ja schon im letzten Part den kleinen Bettlern-Junge gesehen, das ist der Teufelsbettler, Junge, sage ich jetzt mal. Der kleine Teufel. Der will Herzen von uns. Ja, und dafür kriegen wir halt. Oh nein, so blöd bin ich diesmal nicht. Nein, nein. Haha. So. Was ich ansprechen wollte, falls euch irgendwas an meinem Let's Play mi missfällt, ob es das Kommentieren ist, ob die Musik zu laut ist. Oder auch ob ich ein Thema ansprechen sollte. Oder ob ich mal eine andere Challenge machen sollte oder mal versuchen sollte, etwas weniger schlecht zu spielen. Was leider nicht so leicht ist. Und nur noch kurze Anmerkung, diese Spinne hat 10 und nur 4 Beine. Da stimmt was nicht. Das ist eine Mutationsspinne. Nein, aber falls es irgendwas dergleichen gibt. Zum Beispiel, Marco, wieso bist du schon wieder so am Abfällen? Das ist doch nicht mehr normal. Ja, ich kann es nur sagen, sorry, ba doch. Ja. Auf diesen Joke nehme ich erstmal ein paar Pillen. Verdammt. Yay. Yay. Das ist, ja. Nehmen wir die einfach mal mit, hilft ja nichts. So, wir sind jetzt leicht rötlich wegen diesen 2 Pillen. Wodurch wir jetzt 2 Herzen mehr haben. So. Abstoßung der Mutter. Ja, jetzt bin ich gerade. Ich bin ich natürlich schlau, wie ich bin. In den ersten Parts habe ich natürlich schon das Spiel so gut wie möglich erklärt. Und solange jetzt gerade nichts Neues kommt, kann ich auch nicht viel erklären. Außer, dass dieser Raum gerade scheiße konstruiert ist vom Spiel. Und ich gerade wieder am Verrecken bin. Hoffen wir mal, dass es sich ändert. Der High Priester. Oh. Das ist eine gute Karte. Das ist eine gute Karte. Da können wir sogar den Boss kurzzeitig sehen. Also den Boss am Ende der Runde. Das heißt natürlich, falls wir so weit kommen. Wir waren ja bisher, beziehungsweise ich war ja bisher nicht sonderlich erfolgreich. So, sprengen wir erstmal hier auf. Eine Bombe und einen Schlüssel. Schlüssel brauchen wir jedoch. Oh. Ja. Feuer. Feuer in der Hohle und so. Nee. Okay, lassen wir mal die schlechten Wortspiele. Vor allem, weil gerade gar nichts explodiert ist. So, ich versuche jetzt einfach irgendwelche sinnlosen Quatsch zu erzählen, bis mir etwas einfällt, worüber ich quatschen könnte. Ach ja, was ich auch noch ansprechen könnte, The Binding of Isaac wird nicht mein einziges Projekt zurzeit auf dem Channel bleiben. Es folgt noch ein DC Let's Play von mir und einem anderen Kumpel, dem Herze. Daher werde ich jetzt nichts sagen. Ist eigentlich kein Let's Player. Er hat halt vor, Kommentare zu machen, aber hat noch nicht angefangen und ja. Oh. Der Sun. Bringt uns einen Scheiß. Wunderbar. Und wir haben nur noch ein halbes Jahr, das heißt, wir werden es jetzt. Ja, wir haben es eh schon angepinkelt hier. Nehmen wir lieber den High Priester. Also diese Seite macht gerade so. Also kriegt man immer eine Karte nach einer bestimmten Zeit, wenn sie jetzt wieder aufgeladen hat. Jedenfalls Herze, also wir werden dann ein Let's Play Together von DayZ Origins machen. Vielleicht auch dann noch von anderem DayZ. Also vielleicht auch normales DayZ oder sonst irgendwas. Und ja. Also das wollte ich auch noch erwähnt haben, dass das so sein wird, dass das kommt. So, mal sehen, ob wir hier leicht verdientes Herzen machen. Nee, machen wir gar nichts hier. Er ist ja beautiful hier.
Wir werden also wahrscheinlich verrecken. Oh Gott, wir werden verrecken. Larry Jr., wir haben ihn schon mal gesehen. Einer weniger. Oh, Leben, 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 Leben. Oh, göttlich. So, einer ist weg. Also man muss den eigentlich weniger als zwei von diesen Kugeln spalten. Also wenn der nur noch aus zwei von den Kugeln besteht, dann explodiert er komplett. Was blöd ist. Oder zwei oder was? Eine. Nein, es war eine. Wenn er nur als einzelnes Ding kann er nicht mehr existieren. Zu zweit ist das letzte. Wenn ich ihn jedoch jetzt bei der dritten Kugel abschießen würde, nein. Oder sonst nicht. Nein. Wenn er um eins länger wäre und ich würde ihn genau in der Mitte durchteilen, dann wären das dann zwei. Also der Gegner ist eigentlich schon relativ crazy. Möchte ich jetzt mal behaupten. So. Und dann schluck auch noch wieder. Mal wieder. So, und der scheißt halt konsequent. Der hat so ein leichte Verdauungsprobleme halt. Naja. Es könnte auch Durchfall sein. Man muss positiv sehen. Es könnte auch Durchfall sein. Stirb endlich! Monstrous Tooth has appeared in the basement. Okay. Und wir kriegen Mams Stöckelschuhe. Da haben wir jetzt mehr Reichweite. Was viel Sinn macht, dass wir durch Stöckelschuhe mehr Reichweite haben. Das macht super viel Sinn. So, da kommen wieder die Leutchen, das haben wir auch schon gesehen. So, wieder Curse of the Darkness, weiß man ja. Ich würde sagen, erstmal die Spinne und dann diesen wandelnde Ding hier mal besiegen. Stirb! Geh doch sterben. Mann! Du bist der Nächste. Und du folgst auch. Stirb! So. Ja? Hallo? Kannst du mal schießen am besten hier hin? Da wo ich stehe, hier kannst du hinschießen. Hallo? Wo? Hier hin! Jawohl, thank you. Ja, jetzt gehst du aggro. Ja, ist ja klar. So, weg mit dir. Yay. Ich hab nicht mal eine Bombe gebraucht. Oh. Was war das Ding nochmal? They grown inside. Uah. Ein Bandwurm oder so, keine Ahnung. Ich glaube, das gibt uns jetzt irgendwie, wenn uns ein Gegner berührt, dass er dann Giftschaden bekommt. Ich bin mir nicht sicher. Ich kann es mir jetzt halt durch die Farbe her vorstellen. Oh Gott. Was ein Scheißraum. Was ein Scheißraum. Alter. Oh, nein. Na okay, das ist auch nice. Attacke, meine Fliegen, Attacke! Ich sagte Attacke. Bist du schwerhörig oder so? Diese schwerhörigen Fliegen heutzutage, auf die kann man sich auch nicht mehr verlassen. Alter, weg, weg, weg. Bombe. Schlüssel wäre mir lieber, aber ist egal. Und ich habe nur noch ein halbes Herz, verdammt. Oh Gott. So, mit einem dürfte ich hoffentlich wohl noch fertig werden. Ich hoffe es mal. Nein, die Fliege wird jetzt nicht befreit. Ich kann gerne die Fliege abschießen. Es ist eigentlich egal. Yay. Tschüssi. Oh Gott. I think. Yeah. Okay, aber weil zu kurz war, hänge ich noch weiter dran. Mann, ich bin echt so ein Vollpfosten in dem Spiel. Das ist auch nicht mehr schön. Ihr Zombies. Ach ja, genau. Apropos Zombies. Da fällt mir was ein. Worüber ich reden könnte. Jetzt habe ich mal mit einem anderen Freund. Also so ein älterer Freund. Weil Dean und Daniel kenne ich eigentlich noch gar nicht so lange. Also auch nicht im Vergleich zu ihm. Haben wir jetzt mal neulich bei einer Party drüber geredet, weil wir halt zufällig auf das Zimmer gekommen sind. Was tun, wenn auf einmal die Zombie-Apokalypse ausbrechen würde? Das war eigentlich ein relativ interessantes Thema, wie wir da diskutiert haben, was der jeweilige tun könnte. Also, jetzt, ich würde wahrscheinlich, also ich sitze jetzt hier zu Hause,
würde ich natürlich als erstes versuchen, dass ich zu Leuten, den ich habe, also die ich mir wohl bekannt sind, Kontakt aufnehme. Natürlich auch noch ausrüsten nicht vergessen. Ich bevorzuge ehrlich gesagt Nahkampfwaffen, besonders weil ich jetzt spontan nicht wüsste, wo ich eine Fernkampfwaffe herbekommen würde. Und oh, Drogen! Speed und Schutzspeed und sonst noch alles ab und wir sind glücklich und haben eine Droge im, und haben eine Spritze im Schädel. Mein Gott, ist das niedlich. Wir sind ein Drogenkopf. So, ein kleiner Bug vom Spiel. So. Jedenfalls würde ich mich als erstes mit dem großen scharfen Messer aus der Küche bewaffnen. Also ich würde mir mal denken, dass das nicht die schlechteste Idee ist. So, nach besagter Bewaffnung würde ich dann natürlich irgendwie versuchen, mich mit anderen wohlbekannten Leuten, wohlgemerkt, zusammenzuschließen, also meinen Freunden, Familie. Und wichtig auch, und ich würde auch niemals in eine zu große Gruppe gehen wollen. Schon wieder die? Mein Gott. So, hatte ich gerade überlegt, ob ich eine Bombe legen sollte. Jedenfalls. Es hängt natürlich auch alles von den Umständen ab, wie sich der Virus verbreitet und wie die Zombies sind. Also wenn es irgendwelche langsamen und saublöden Zombies sind, die nicht mal eine Leiter hochgehen können, dann ja, baut man sich einen Baum aus und man ist auf der sicheren Seite, solange man genug Vorräte hat. Die größte Gefahr, ja, das war jetzt Skill beim Singen. Die größte Gefahr besteht aber meiner Meinung nach nicht nur durch das Anstecken, sondern auch durch Banditen. Banditen sind meistens Leute, die entweder einfach nur komplett wahnsinnig sind oder mit der Situation nicht umgehen können. Also, stelle ich mir also vor. Also, ein bisschen süß aus, ne? So, die hat mit der Situation nicht umgehen können und als kleines Kind Scheiße bekommen haben. Man muss vielleicht seine eigene Familie umbringen, weil die schon zu Zombies geworden sind. Wenn man sich das jetzt mal vorstellt, dann ist das schon sehr, sehr krass. Ich meine, man muss sich so vorstellen, besonders jetzt, nimm mir den extremsten Fall. Du bist jetzt ein Einzelkind. Sagen wir es einfach mal. So, Bäderpilz, wunderbar. Du bist jetzt ein Einzelkind und... Nein, du bist eben nicht... Du hast nur ein Elternteil. Das bedeutet ja alles, denn... sagen wir jetzt, du hast nur noch deine Mutter. Dein Vater ist schon vor Jahren beim tragischen Unfall gestorben. Du hast es immer noch nicht richtig verkraftet. Und dann musst du deine Mutter umbringen, denn sie ist zum Zombie geworden. Am besten hast du noch da deine liebe, kleine, süße, fünfjährige Schwester, die auch bereits gebissen worden ist. Sich schon verwandelt hat. Vielleicht auch noch der liebe Hund. Wer weiß das schon. Oder der Typ, der sagt, zu mal einen echten Hasen sehen. Nein, aber Spaß beiseite jetzt mal kurz. Wenn man sich das mal wirklich überlegt, wie das sein muss, wenn man irgendwie seine Familie, seine Freunde, seine Verwandten umbringen muss, um sein eigenes Überleben zu retten, ob es einem dabei noch gut geht. Oh. Also ich weiß ja nicht. Auch wenn es sein muss, man hat dennoch ein verdammt ungutes Gefühl bei der Sache. Und das ist, glaube ich, noch untertrieben. Also ich kann es gar nicht oft genug beschreiben. Aber es ist einfach nur... Eigentlich krank ist das, wenn man das bedenkt. Man kann froh sein, wenn das nie eintritt. Auch wenn irgendwie... Es gibt ja auch schon solche Zombie-Überlebenscamps in Amerika, wo dann sonst... für den Ernstfall ausgerüstet... und Envy begegnen. Nein. Aber sowas schürt meiner Meinung nach eher die Angst davor, als dass sie einen davor wirklich schützt. Es gibt ja auch schon diverse Zombie-Überlebenstipps, was ich eigentlich eh ziemlich witzig finde. Und ja. Ist auch etwas komisch, wenn man überlegt, wenn ich irgendwie so... Jetzt so, ja, ich fange DayZ Let's Play an. Wer DayZ nicht kennt, Zombie-Belebungs-Modifikation für Arma 2.
Gibt es, glaube ich, jetzt sogar schon für den Arma 3 oder so, wie es ja geplant. Ist jetzt etwas absurd, dass ich darüber rede. Von Zombie-Überlebenscamps und bla. Und was redet der Vollidiot da hinter dem PC wieder für einen Scheiß zusammen? Nein. Aber auch besagter Freund, mit dem ich das bereits diskutiert habe, hat jetzt auch vor kurzem mal gesagt, ja, in gewisser Weise wäre es eigentlich ja schon cool, wenn es mit Nerven kitzeln und so, aber ich weiß zwar, dass er sich den gemeint hat, dass er jetzt will, dass eine Zombie-Apokalypse ausbricht, aber er hat zwar echt Nervenkitzel, aber das ist bei weitem nicht wert. Das ist bei weitem nicht wert. Wow, das hat sich gelohnt. The Duke of Lies. Unser alter Freund. Sieht auch aus wie schon wie ein Zombie, hat schon die Augen rausgerissen hier, was nicht alles. Ich kann nicht wissen, was dem alles zugestoßen ist. Sieht ja grässlich aus. So, weg. Fliege kaputt machen. Aber wenn man mal überlegt. Angenommen, ihr kommt mit der Situation überhaupt nicht klar. Was würdet ihr eher tun? Würdet ihr euch irgendwie versuchen, damit aufzuraffen und irgendwie durchzukommen, oder würde euch einfach Selbstmord beginnen und oh nein, nicht du schon wieder. Diesmal bin ich aber besser gerüstet. Haha, nicht heute, Krampus. Okay, vielleicht doch heute. Huha. Huha. Hu, verdammt. Und ha. Kommst du nicht mal so nah ran? Hm. Da wären Verfolgungstränen wieder gut. So. Dieses Mal nicht. Ach ja, und da ich das Spiel schon ein paar Mal gespielt habe und auch schon Let's Plays davon gesehen habe, weiß ich natürlich, was passiert, sobald der die Hälfte der Leben erreicht. Und das ist dann erst die schlimme Phase. Oh Gott. Ja, ist ja gut. Hat auch so ein Bluthusten. Also nicht so ein extrem wie Monster, aber naja. Ihr wisst Bescheid. War es jetzt die Hälfte oder 33%? Ich glaube, es waren 33%. So, ouch. Ouch. Alter, hör auf. Uncool. Draufheizen. Alter. Okay, das sieht nicht so gut aus. Hoffentlich gibt er wenigstens guten Loop, falls wir ihn besiegen. Ah, Nase juckt, ich bin gehandicapt. Oder macht er das doch nicht mehr? Ah, nee, das macht, glaube ich, ein anderer Gegner. Der ist trotzdem scheiße stark. So, gleich haben wir ihn down. Das schaffen wir. Yeah. Kohle. Je weiter die Tränen schießen, also wenn sie genau am Ende auftreffen, dann machen sie am meisten Schaden. Je weiter man vom Gegner weg ist halt. Und wir sind jetzt mit Kreide bemalen.